Hast auf jeden Fall höhere Genauigkeit mit dem Panzerbrecher. So. Und die Aufstellung sollten wir noch machen. Du kommst Jove. mal hier hin. Oh, mein Wolf ist ganz hinten, der sollte da nicht sein. Du gehst nach vorne. Ich stehe hinter dir, du stehst da an der Flanke, du da an der Flanke und ihr beiden so hinter uns. So. What? Du wechselst mal wieder auf den Bogen. Oh, und ich muss natürlich die Formation noch auswählen. Dürrwurz. Und ja, ich lasse ihn vor, dass er als erstes im Kampf in Kämpfe verwickelt werden kann. Sieht schon mal sehr imposant aus bis jetzt die Festung. Eine kleine Hütte daneben. Ein zerschmettertes Fass. Riecht noch leicht nach dem Öl, das vor langer Zeit in die Erde geflossen ist. Scanknochen. Gut, hier seitlich haben wir nichts mehr. Dann gibt es nur die andere Seite hier noch entlang gehen. Wenn wir das denn können. Und ansonsten ist da einfach nichts mehr. So, ich bin echt mal gespannt auf die Akebuse. Wenn nicht, bleiben wir einfach bei der Arbalest. Die ist nämlich auch schön zwergisch. Und wir haben ja auch eine Arbalest gefunden beim hiesigen Schmied, die noch zwergischer klingt. Dann darf er halt die Akebuse weiter benutzen. Er wird wahrscheinlich. Ja, bestimmt. Jetzt bist du ja nicht mehr alleine. Jetzt sind wir eine Sechsergruppe. Plus Fenris, meinem Wolf. Oh, sogar eine Art Theater gab es hier. Ah, der beginnt gleich zu singen. Okay. Es sind etwas viel Geister. Das ist nicht so schön. Yes. Du betäubt mal irgendwen. Following your lead. Feldlazarett brauchen wir zurzeit keins. Was kannst du eigentlich zaubern? Und Hellhive krachte auf den Schild, verringert die Schadensreduktion von Feinden. Ach so, dafür brauche ich erst Phrasen. Ja, und ich habe bis jetzt nur zwei, okay. Du heil dich sicherheitshalber mal. Jetzt müssen wir doch schwerere Geschütze auspacken. Ich muss vor allem die Phantome gucken, dass ich irgendwas werde. Warum bist du unbewaffnet? Au. Kaka. Okay. Ich weiß nicht, ob wir auch bereit sind für dieses Ding hier. Ich sollte mal gucken, wie viel Mechanik und der Typ so hat. On your word. Also erst einmal, du bitte das Waffenset. Was trägst du für eine Rüstung? Eine Brigantine? Okay, du bist definitiv schwer bewaffnet. Du kannst aber auf jeden Fall deine Arkebuse wieder haben. So. Das können wir rausschmeißen, weil du fängst ja immer von neuem wieder an. Ja. So.
Sind alle richtig bewaffnet? Du mit dem, du mit dem, du mit dem. Ja, alle richtig bewaffnet. Okay, du fängst schon mal an zu singen. Wow, das sind überall so viele. Und auch noch Will-O-Wisps dazwischen. Du bist vernommen, verwirrt. Yes. Schatten, Phantom. Wolf ist ausgeschaltet. What? Du mach mal das. Hey. Du tötest. Hey, die schaffen wir. Autsch. So, die haben wir geschafft. Zufälligerweise mal. So, halt euch alle mal hoch. Ja. Das ist definitiv immer so ein Durcheinander mit diesen blöden Phantomen. So, und Will-O-Wisp ist kein Gegner für uns. Ich hoffe mal, der macht das nicht immer. Das geht nämlich irgendwann auf die Nerven. Auf diesem staubigen Fleck Land wächst nur Unkraut. Mhm. Geringe Erdfäule. Okay, ein Will-O-Wisp, ein Schatten. Erstmal den Schatten ausschalten. Let's go. Dann das Phantom. Noch ein Schatten. Okay, und den Will-O-Wisp. Achso, der ist schon ausgeschaltet, oder? Ne, der ist da. Okay, die Erdfäule. Die ist nicht wirklich bedrängend. Gut. On your word. Du machst mal das Feldlazarett auf ihn hier. Dadurch dürfte er jetzt einen kleinen Gesundheitsschub kriegen. Jo. Nicht viel, aber etwas. Ja. Da scheint ein Eingang in was? Die Hexen wachsen mit struckigem Unkraut, hohem Gras. Achso, das ist ein kleiner Garten, den wir nicht betreten können. Da ist ein Gebäude, das wir betreten könnten. Hat das eingezeichnet? Leuchthöhle, okay. Wie viel Ausdauer hast du, Gesundheit hast du eigentlich? Nicht so viel, dass du eigentlich oft in den Nahkampf kannst. Geh mal auf deine Arkebuse. Our village, we've done nothing to you. Ein Dörfler. You can't do this. Geisterhafter Rauch wirbelt um dich herum. Zuerst kannst du aus dem Nebel nicht sehr sehen.
An mich erkennst du aber die verschrumpelte, gebeugte Gestalt eines alten Elfen. Sein Gesicht und seine knochigen Arme sind mit Farbe verschmiert. Das könnt ihr doch nicht machen. Er schüttelt den Kopf und speit dir die Worte förmlich entgegen. Was denn? This is our village, our home. The Nine Claws have lived here almost 50 generations. We were here long before your kind brought war to our lands. You can't just burn it all. Das ist unser Dorf. Geh nach Hause. Die neuen Klauen haben hier seit fast 50 Generationen gelebt. Du kannst nicht erkennen, ob er wegen des Rauches blinzelt oder dich finster anblickt. Wir waren schon hier, bevor euer Rat den Krieg in unsere Lande gebracht hat. Ein Husten lässt ihn erbeben. Ihr könnt nicht einfach alles verbrennen. Have mercy, soldier! Our warriors have all gone! You can't burn us all because of them! Nach einer Pause zieht er sich zurück und starrt dich entsetzt an. Anscheinend eine Reaktion auf etwas, das du eigentlich gar nicht gesagt hast. An den Rändern seines Sichtfelds aber flackern illusionische Flammenzungen. Hab Gnade, Soldat. All unsere Krieger sind gesungen. Er hustet. Ihr könnt uns nicht alle wegen ihnen verbrennen. Er greift nach dir, öffnet seinen Mund, um etwas zu sagen. Aber statt Worten kommt nur eine heftige Hustenkette. Er fällt auf die Knie und erstickt am dichter werdenden Rauch. Als du dich zurückziehst, wird dein Blick von Flammen eingenommen. Ja, tschüss. Okay, das scheint das Hauptgebäude zu sein. Oh. Flammenfäule. Okay, die ist, scheint wirklich nicht besonders schwierig zu sein. Au, außer dass sie böse explodiert, wenn sie stirbt. Urflamme. Mhm. Also hier habe ich wohl den... Hier habe ich wohl den Eingang ins Haupt... ins Bergfried gefunden. Wow. Kriege ich den alleine vielleicht? Ja, scheinbar. Das war vielleicht einer der Geister, der Phantome von vorhin. Und hier ist alles irgendwie voller Atra. Take him down. Okay, der Will-O-Wisp ist definitiv tot. In Unkraut sind Echsenhäute, Schenkelknochen und Zähne verschiedener Größen verstreut. Mhm. Right. War vielleicht wirklich eine gute Idee, mit der Hauptquest weiterzumachen. Hier kommen wir ja doch etwas besser voran, hä? Überall in diesen Holzkisten liegen verwickelte Drähte und gebrochene Zahnräder herum. Du schießt und du schießt. Wow, okay. Nicht den niederprügeln, das ist nicht so toll. Es sind doch mehr Phantome, als ich gedacht habe. Okay. Right. Der Wisp hier ist schon tot. Ja, sehr gut. Laying low. Dann versuche ich es mal wieder mit Taktik. Wow. Ja, komm. How may I help?